Herzlich willkommen zurück auf meiner Baustelle. Wir haben jetzt 2023. Letztes Jahr habe ich ein bisschen YouTube vernachlässigt. Dieses Jahr fange ich da wieder damit an, ein paar Videos hochzuladen. Und heute soll es, wie im Titel schon gelesen, drum gehen, mal ein paar Rohre zu verlegen. Und zwar Heizungsrohre bzw. Warm- und Kaltwasserrohre. Und was er alles dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes braucht er natürlich Rohre. Da gibt es zweierlei verschiedene Arten, was man da bestellen kann. Und zwar einmal hier zu sehen, im Bund. Oder dann als Stangenware. Bundware ist ein bisschen günstiger. Das kommt daher, dass man selber das Rohr gerade machen muss. Und die Versandkosten sind günstiger, weil das Rohr natürlich rund viel platzsparender zu versenden ist, als seit mal 2 Meter Stangenware. Und was ihr bedenken müsst, bei Meterware, also geraden Rohren, braucht ihr viel mehr Fittinge, weil ihr ja die 5 Meter oder 3 Meter Rohre, je nachdem was ihr bestellt, an geraden Stücken ja zusammenpressen müsst, damit ihr ein langes Rohr bekommt. Oder ihr habt einen Hausbau, wo ihr mit den 2 Meter oder 3 Meter Stücken hinkommt. Ich habe mich jetzt hier für Meterware entschieden, weil das meiste bei mir in Fußboden kommt oder halt teilweise gar nicht zu sehen ist. Deswegen spielt das bei mir nie so eine große Rolle. Bei mir kann das jetzt auch mal ein bisschen Kauderwelsch oder krumm liegen. Es gibt natürlich aber auch Stellen, wo das Rohr richtig gerade sein muss, wie zum Beispiel, wenn man jetzt Überputz legt in der Stube, wo man dann unten in der Fußschiene die Rohre hat. Da macht sich das jetzt hier, sag ich mal, mit einem 26er Rohr ziemlich schlecht, das dann hundertprozentig gerade zu kriegen, oder man befestigt es irgendwie. Da gibt es für die Fußschienen dann auch so Plasteklammern, aber ob das so hält, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich verlege das meist jetzt unter dem Fußboden, deswegen bei mir jetzt Rollware, also im Bund. Und handelsübliche Größen sind 32, 26, 20 und 16. Das gibt es jetzt hier als Bund, 25 und 50 Meter Rollen. Das müsst ihr natürlich ausrechnen lassen oder ausrechnen, je nachdem wie ihr das vorhabt. Ich empfehle natürlich erstmal einen Fachmann drüber zu gucken, wenn ihr das selber machen wollt. Jemanden, den ihr vielleicht kennt, der im Heizungsbau arbeitet, der euch ein bisschen Anleitung gibt und der euch sagt, wie was zu verlegen ist, beziehungsweise welche Dimensionen wohin gehören. Da geht es spezifisch drum um Druckverlust im System oder auch um Heizkörperverteilung am Hauptstrang. Und was noch zu erwähnen wäre, hier beim Bundmaterial gibt es das Ganze mit einer 6 mm Dämmung. Hier. Das gibt es bei Stangenmaterial auch nicht, da muss man sich nachträglich um eine Dämmung kümmern. Achtung, hier sei gesagt, die 6 mm Dämmung ist ungefähr eine 15%ige Wärmedämmung. Man sagt bei den Warmwasserleitungen und Heizungsrohren im offenen Bereich, sprich Heizungsraum oder Zuleitung in den anderen Räumen, die frei liegen, sollte man auf alle Fälle bis zu 50% Dämmung benutzen. Das macht die 6 mm Dämmung jetzt nicht. Bei mir liegt das Ganze aber im Fußboden drin, wo auch jetzt Schüttdämmung drin ist. Somit spielt das nie so eine arg große Rolle, beziehungsweise viele Rohre davon liegen auch in der Wand und hinterm Putz bzw. in der Wand drin. Und deswegen funktioniert das hier. Beim 32er Rohr gibt es das nicht. Da muss man auf alle Fälle nachträglich nochmal Dämmungsrohr oder Isolierung kaufen. Das wäre so zum Material. Ihr braucht auf alle Fälle das Rohr. Und dann braucht ihr natürlich verschiedenste Fittinge. Wenn ein Heizungsbauer das konfiguriert, dann gibt es dafür Programme und das Programm spuckt dem aus, wie viele von welchen Fittingen der da braucht. Wenn ihr das natürlich alles selber plant, dann müsst ihr euch hinsetzen und euch eine Liste schreiben, am besten mit Grundriss, und das dort einzeichnen. Ich hatte natürlich einen Heizungstechniker am Mann
und der hat mir einen Plan gemacht, wie was wohl zu verlegen wäre. Und danach habe ich mich gerichtet, die Rohrdimensionen und Querschnitte gewählt und auch die T-Stücke zum Beispiel oder auch, ganz wichtig, nicht zu vergessen, hier so Kugelhähne. Das ist wichtig, in verschiedenen Teilstücken im Haus ein paar Kugelhähne einzubauen, weil es kann ja immer mal sein, dass man den Heizkörper wechseln muss oder abhängen oder irgendwo einen neuen noch dran flanschen muss. Und mit so einem Kugelhahn dreht er einfach das System dort ab, lasst das bis zum Kugelhahn das Wasser ab und könnt dann nachrüsten und dann dreht er den Kugelhahn wieder auf und füllt das System auf und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Oder wenn man Rohrbruch ist, dass ihr mal schnell wohl zudrehen könnt, wie zum Beispiel die Zuleitung zum Bad, würde ich sagen, macht ihr einfach einen Kugelhahn vor die Zuleitung, dass wenn ihr mal eine Dusche, die Duscharmatur wechseln wollt oder ihr wollt das Waschbecken, die Hähne am Waschbecken wechseln, dass ihr da einfach abdrehen könnt, dann lasst das restliche Wasser aus der Leitung, wechselt die Waschbeckenanschlusshähne und ja, dreht einfach die Hähne wieder auf. Was zum Werkzeug noch dazu gehört, wäre so eine Rohrschere. Da empfehle ich eine mit Klickfunktion. Das bedeutet, ihr könnt hier so ratschen und die Klinge schließt sich allmählich wieder. Und dann mit der anderen Seite könnt ihr die Klinge wieder aufmachen. Das hat den Vorteil, gerade bei den ganz großen Dimensionen wie 32er und 26er, da ist einfach der Kraftaufwand beim so Schneiden vom Rohr ziemlich gering. Oder ihr habt natürlich noch eine größere Rohrschneideschere. Hier wäre dann noch eine Premium-Variante, da kann man dann auch die Klinge noch einstellen, dass man nicht so oft pumpen muss. Und die Klinge ist extrem scharf. Und ja, damit geht es recht schnell. Und damit hat man noch mehr Kraft. Aber die hier kostet einfach mal 120 Euro und die andere kostet plus 20 Euro. Wenn ihr aber jetzt sagt, ihr habt ein Haus, wo ihr verrohren müsst von 3 Stockwerken, dann empfehle ich euch lieber die hier. Und was ihr auf alle Fälle noch braucht, ist natürlich was zum Verpressen der Fittinge. Da gibt es 2 Varianten. Einmal hier so eine hydraulische. Die habe ich mir jetzt nie gekauft, die habe ich mir geborgt von einem guten Kollegen. Oder eine Handhebelpresse. Die tue ich euch mal einblenden als Bild. Die sieht so aus. Ich habe mich jetzt für die hydraulische Variante entschieden. Einfach weil ich bei 32 mm Rohr Außendurchmesser mit der hydraulischen viel mehr Kraft auf die Fittinge aufbringen kann und da auf der sicheren Seite bin, dass die Fittinge ordentlich verpresst sind. Weil mit so einer Handpresse, da steht im Internet, kriegt man nicht so viel Wumms drauf. Also würde ich da lieber empfehlen, wenn ihr bloß 26er bis 26er Durchmesser presst, da geht eine Handpresse. Ansonsten nehmt ihr hier eine hydraulische Handpresse. Es gibt natürlich auch noch die teuren Varianten mit einer Akku-Handpresse oder dann verschiedenste Akku-Hydraulik-Handpressen. Das machen die dann im Großbereich, im Sanitärbereich, wo die tagtäglich solche Sachen machen. Ich habe mich jetzt hier für die hydraulische entschieden. Und dazu braucht ihr natürlich auch noch dann die Pressbacken. Die kommen dann hier in die Pumpe vorne rein. Die kann man hier austauschen. Das sieht so aus. Da habt ihr jeweils für die Rohrdurchmesser 32, 26, 20 und 16 jeweils 2 Halbschalenbacken. Die werden hier einfach in die Klaue eingesetzt und dann sind die hier fest verankert. Dann macht man das zu und dann kann man schon lospressen. Die kommen dann hier in die Pumpe vorne rein. Die kann man hier austauschen. Das sieht so aus. Da habt ihr jeweils für die Rohrdurchmesser 32, 26, 20 und 16 jeweils 2 Halbschalenbacken. Die werden hier einfach in die Klaue eingesetzt. Und dann sind die hier fest verankert, dann macht man das zu und dann kann man schon lospressen. Hinzuzufügen wäre jetzt noch die verschiedenen Rohrtypen. Wir haben uns ja jetzt hier für Aluverbund entschieden. Da gibt es hier diese TH-Konturfittinge. Es gibt natürlich auch noch Vollkupferrohre. Da wird mit einer V-Kontur gepresst. Da ist ein Gummi, eine
ein Gummi-O-Ring drin und der verpresst das. Da empfehle ich auf alle Fälle die hydraulische Presse, weil das Kupfer viel, viel stärker zu verpressen sein wird, als hier diese Edelstahlhülsen von den Fitting für Aluverbundrohr. Und zu guter Letzt braucht ihr hier noch so einen Rohrkalibrierer. Der hat jetzt bloß die Größen 26, 20 und 16. Für das 32er Rohr gibt es dann einen einzelnen. Da ist dieses Plasteteil einfach viel zu labil. Für die anderen Durchmesser funktioniert dieser günstige. Es gibt natürlich auch welche aus Metall. Wer da wieder wenig pressen muss, entscheidet sich für das günstige Modell. Das reicht völlig aus. Der hat hier so Klingen dran. Ich zeige das mal hier. Und damit wird das Rohr gleichzeitig entgratet und kalibriert. Das bedeutet, das Rohr im Querschnitt wieder rund gemacht, weil wenn man das mit so einer Handhebelschere schneidet, wird das leicht oval und man bekommt das schwer auf den Fitting drauf und dann reißt man sich die O-Ringe kaputt. Also so ein Kalibrierer braucht ihr auch auf alle Fälle. Da gibt es verschiedene Varianten, auch automatische oder wieder manuelle. Hier ein manueller, den braucht ihr. Und jetzt gucken wir uns nochmal ein Fitting an. Damit ihr mal versteht, wie das ganze System mit dem Aluverbundrohr zu verpressen funktioniert, habe ich euch mal hier an einem Fitting die Presshülse abgemacht. Und zwar ist so ein Fitting aufgebaut mit einem Messinggrundkörper und einem Plasterhalter und dem Metallring zum Verpressen. Und der Messinggrundkörper hat nochmal auf jeder Seite für das Verbundrohr hier ein Dichtring, ein O-Ring sitzen. Und somit funktioniert das Ganze. Ja, jetzt gucken wir uns mal an, wie das funktioniert, wenn wir hier auf so ein Fitting ein Rohr pressen. Und das zeige ich euch jetzt. Zuerst zeige ich euch mal den ersten Step. Natürlich so ein Rohr schneiden. Ich nehme jetzt mal hier ein Reststück als Versuchsobjekt, beziehungsweise zum Zeigen, wie man das jetzt schneidet. Ist natürlich kein Hexenwerk, aber natürlich muss es gezeigt werden. Wir haben hier unser Rohr und die Schere und jetzt setzen wir das Rohr mal hier an und schneiden das hier ab auf Länge. So. Das war eigentlich schon das ganze Hexenwerk vom Schneiden. Das sollte natürlich logisch sein, wie das funktioniert. Und als nächster Schritt wäre das Kalibrieren dran, hier mit unserem 3-Stern. Da müsst ihr auf alle Fälle natürlich auch wieder darauf achten, welchen Durchmesser ihr habt. Das steht hier drauf. Den führen wir jetzt hier einfach ins Rohr ein und drehen das Ganze. Und indem wir jetzt das drehen, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, hier haben wir jetzt so Plastispäne, wird das Ganze in und außen entgratet. Das könnt ihr rückwärts wie vorwärts machen, das ist völlig egal. So, das war das Ganze schon, rausziehen und nun habt ihr hier eine fein säuberliche Kante und innen könnt ihr euch sicher sein, ist es auch zu 100%ig rund und ihr bekommt es auf dem Fitting drauf. Nachdem wir hier das Rohr abgelenkt haben und wie gezeigt kalibriert haben, wollen wir jetzt einfach mal hier so ein Nippel aufpressen oder so ein Fitting. Das ist jetzt ein 1 Zoll Schraubfitting auf 32 mm. Ich tue jetzt hier zur optischen Kenntnisnahme einfach mal die Spannhülse runternehmen. Na, also hier habt ihr den eigentlichen Fitting und das ist das Spannelement. Wie gesagt, ist der Aufbau hier derselbe wie bei dem großen. Und wenn wir jetzt das Aluverbundrohr, das kalibrierte und entgratete, auf den Fitting schieben, schiebt sich das über die Nullringe, über die Dichtungsringe drüber und sitzt auf dem Fitting. Der hat hier noch eingearbeitet so Widerstände, so, das sind so wie Widerhaken drauf. So, und zusätzlich sei gesagt, die meisten Fittinge haben hier so ein Guckfenster oder bei dem hier mit schwarzen Ring ist es hier so ein Loch. Und zwar ist das dafür gedacht, wenn wir jetzt das Rohr in den Fitting einführen,
dient das Ganze als Kontrollfenster für das Aluverbundrohr. Sprich, wenn man jetzt hier in das Fenster reinkommt, sieht man, dass das Aluverbundrohr hinten ist. Ich zeige mal, wo es nicht hinten ist. Das wäre jetzt hier oder auch hier. Also als Kontrolle, dass das Aluverbundrohr auch bündig hinten am Fitting ansitzt. Das wäre jetzt die Voreinstellung und jetzt wollen wir das Ganze noch verpressen. Zum Verpressen wählen wir natürlich unseren Spannhülse passend zum Pressfitting. Das heißt, wenn wir ein 32er Pressfitting haben, müssen wir hier auch eine 32er Spannhülse drin haben. Dann ist das ein Pressfitting TH-Kontur. Da ist hier auf dem Pressfitting auch TH32, also 32er Kontur, drauf geprägt. Und es sei noch gesagt, wir haben ja hier diesen Plastering hier mal rot markiert, dass es für euch besser zu sehen ist. Und diese Halbschale hier hat auf beiden Seiten hier eine Nut und hier eine Nut. Und diese Nut muss hier auf dem Plastering sitzen. So, nicht, dass ihr presst und sagt, hier, das muss so sitzen. Nein, der Plastering sitzt mit in der Spannhülse, sodass es nicht rausrutschen kann beim Pressen. Und dann hat die Spannhülse hier zwei Konturen, die auf die Presshülse uns das Ganze verpresst. Und wenn wir das jetzt verpressen, engt sich die Hülse und drückt das Aluminiumrohr hier in diese Widerhaken rein und auf die Nullringe und somit kann das Rohr nicht mehr runterrutschen und es ist durch die zwei Nullringe abgedichtet. So, jetzt pressen wir das Ganze mal. Als erstes natürlich hier die Presshülsen in die Pressvorrichtung einführen. Dann haben wir hier unser Aluverbundrohr mit dem jeweiligen Fitting. Das legen wir jetzt hier ein. Das sieht wie folgt aus. Ich kann es euch ja hier schön zeigen. Das sitzt jetzt so richtig. Dann dreht man die Handhebelpumpe zu und pumpt vorsichtig an. Bis die Presshülse sich langsam zuzieht. Bei der Hälfte würde ich nochmal kontrollieren, ob der Sitz der Spann der Pressvorrichtung auch richtig sitzt. Das ist hier der Fall. Also können wir jetzt hier fertig pressen. Hier sei gesagt, hier haben wir hier so zwei Nasen dran. Wenn die aufeinander sitzen oder aufeinandertreffen, sind wir fertig mit der Pressung. Das vollführen wir jetzt mal. Also weiter pumpen. Das war schon das ganze Hexenwerk. Nun entriegeln wir wieder unsere Handhebelpumpe, machen die Spannbacke auf und jetzt sehen wir hier wunderbar die Prägung der Spannhülse. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn ihr fertig seid. Es kann natürlich auch mal sein, dass eine Fehlpressung passiert. Dafür solltet ihr euch aber vergewissern, dass diese Hülse hier auf dem Fitting richtig sitzt. Und nun kann man auch sehen, was die Hülse hier mit dem Fitting macht. Na, also die Spannbacke presst den Fitting, diesen Metallring hier zusammen, presst das Aluverbundrohr auf den Fitting und das ist bombenfest, also das kriegt ihr nicht runter. Man kann jetzt, wenn man den Fitting wiederverwenden will, diese Stahlhülse, diese Edelstahlhülse und den Plastering neu kaufen und flext hier auch vorsichtig bis ins Aluverbundrohr und hebelt das runter, dass man den Grundkörper wiederverwenden kann. Das habe ich einmal gemacht. Das ist eine extrem schwere Arbeit. Ob sich das lohnt, bei so einem Fitting im Internet ist man ungefähr bei 3,50 Euro. Ja, das war eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder mal einen Kommentar unter die Videos schreibt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Pfuschen auf meinem Bau. Bis dahin, ciao.